fast anderthalb Jahre nicht mehr hier. Ja, danke schön. Für alle Leute, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Maximilian Ronald Alfons Stettenbauer und ich habe meine Eltern gefragt, wieso? Maximilian wegen König von Bayern, Ronald, weil dein Vater so heißt und Alfons, weil wir nicht wollen, dass du glücklich wirst. Wollte mich letzten Kumpel aufmuntern, sagt so, Alter, stell dich doch nicht so an. Alfons ist doch ein cooler Name. Sag ich, stimmt, hast recht, Kevin. Ich komme ursprünglich aus Niederbayern, lebe jetzt seit 7 Jahren, 7 Jahren in Köln nein, bin ich nicht. Und ich raff diese Nuancen nicht, auf die man achten muss, diese Kleinigkeiten. Ja, ich war zum Beispiel mal auf einem Date und sie auch und wir waren draußen. Es war kalt, ja, sie trug ein Kleid und ich auch eine Jacke, also nicht ein Kleid ausnahmsweise und sie sagte auf einmal, oh, mir ist so kalt. Ich stehe daneben. Jo. Mir nicht, also. Dann fragt sie mich auf einmal so, hey, darf ich mal deine Brille aufsetzen? Frag mich ständig Leute. Was soll die Frage? Ich gehe doch auch nicht zu einem Rollstuhlfahrer. Dann sitzt er da und ich so, hallo? Ich wollte mal fragen, weil die Bahn ist voll und sitzt hier schon die ganze Zeit. Ich spüre meine Beine fast gar nicht mehr. Ist der Platz noch frei? Weißt du, das geht nicht. Das ist gemein, das macht man nicht. Und jedes Mal, ständig frag mich das. Darf ich mal deine Brille aufsetzen? Ich so, ja, hier. Immer die gleiche Reaktion. Wow! Die ist ja voll stark! Wie kannst du damit sehen? Und dann haben die rechnen nicht damit, dass meine Brille funktioniert. Und dann haben die meine Brille auf und fragen mich, wie sehe ich aus? Die Ordnung, das prangere ich an. Deswegen, ich muss ab und zu auch Dinge tun, die nichts mit Menschheit zu tun haben. Ich bin so ein Nerd, ich bin so ein Technikfreak, ich stehe auf so Gadgets, ich habe zum Beispiel auch ein iPhone. Und woran merkst du, dass jemand ein iPhone hat? Er sagt's dir. Und als ich das erste iPhone gekauft habe, bin ich zu meinem Kumpel und habe gesagt, hey, ich habe ein iPhone. Sagt er, ja und? Ich habe Empfang. Thank you.
Mit einem und ich habe auch noch E+. Weißt du, ich bin eigentlich nicht existent. Ja? Ich bin ein Mythos. So, E+ ist kein Netz für Menschen, die telefonieren. Das ist das gar nicht. Das ist für Menschen, die Atomgeheimnisse an den Iran verkauft haben. Und jetzt vom CIA nicht mehr geortet werden dürfen. Zentrale. Wo ist der Sergeant? Keine Ahnung, hat der Plus. Wir sind machtlos. Dann rufen Sie Jason Bourne. Und er hat ein iPhone, kann man nicht. Ich hatte, mein allererstes Handy war damals das Nokia-Handy. Das absolut, diese kleinen Nokia-Handys, ja, diese absolut unzerstörbaren Nokia-Handys. So, die hast du fallen gelassen und der Boden bricht. Ja, das war... Weißt du, neben Kryptonit, einer der wenigen Dinge, die Superman töten konnte. Weißt du, das war richtig krass. Und das war eines der ersten Handys mit T9 Autokorrektur. T9 Autokorrektur, ist das noch so? Kennt ihr noch? So, das ist Autokorrektur. Das ist, wenn dein Handy versucht, vorauszuahnen, was du schreiben könntest, wenn du 136 Promille und Down-Syndrom hättest. Eingegeben habe, kam Nazi raus. Das ist nicht cool, wenn du eine SMS schreiben willst, so, weil das passiert genau immer. Wenn du denkst, also, hallo Mama, bin gerade in Berlin, in Liebe. Dein Nazi. Phantom vibrieren. Phantom vibrieren. Ich habe das Handy in der Tasche und ich spüre die Vibration. Ich spüre es und ich will es rausholen und ich habe es nicht mal dabei. Facebook sowieso eine Revolution bekommt. So. Jeder Honk an der nächsten Straßenecke ist heute ein Freund. Ja? Gehst irgendwie an die Ecke so, oh, ich kenne dich, gefällt mir. Ja? Weißt du, kennt ihr auf Facebook die Leute, die bei ihrem eigenen Status auf gefällt mir? Was sind das für Leute? Ich verstehe das nicht, diesen Vorgang, ich kapiere das nicht. Die denken sich aus, was sie posten wollen. Lesen das in ihrem Gehirn. Das erste Mal. Tippen es ein. Lesen es das zweite Mal. Klicken auf Posten. Lesen es dann das dritte Mal. Und dann auf einmal... Geschrieben, trink gerade Kaffee. Was geht da?
Das kann man nicht machen, weil wenn man die Eltern irgendwie bei Facebook, du kannst nichts mehr machen. Die sehen alles, was du poppst. Du bist wieder 6 Jahre alt. Für den Rest deines Lebens. Kannst nicht mehr posten, irgendwie so, oh, Blackjack und Nutten. Und deine Mutter, oh, vergiss den Pulli nicht, Schnupfi. Und alle deine Freunde, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Besoffen. Und er fragt sie mitten im Akt, wer bist du?